Hallo, ja, ich habe 500 Abonnenten, kaum zu glauben, aber wahr. Dafür möchte ich mich erstmal bei jedem Einzelnen bedanken. Es ist saunett von euch, dass ihr mich abonniert habt und dass euch meine Videos interessieren. Ja, ich bin dabei, gerade einen zweiten Channel zu öffnen, habe hier auch alles schon vorbereitet. Einige Videos habe ich auch für den Let's Play. Allerdings kriege ich irgendwie meine Wallpaper nicht hochgeladen, was mich ein bisschen anpisst, weil ich jetzt da eine Stunde sitze und wir schon 1 Uhr haben. Allerdings muss ich schon um kurz vor 7 aufstehen. Jetzt habe ich mir extra die Mühe gemacht. Ja, auf meinem jetzigen Kanal von Apple Apps Tester habe ich auch einen neuen Wallpaper, also ein Kanaldesign gemacht. Mal was anderes, was Einzigartiges, sage ich mal. Ich hoffe mal, das gefällt euch. Und ja, genau, das wollte ich berichten. Ihr seht den Link für meinen neuen Channel unten. Es könnte sein, dass noch kein Video hochgeladen ist. Ich werde erstmal, das erste Video wird erstmal ein FIFA-Video sein. Nicht drüber aufregen, es werden garantiert nicht nur FIFA-Videos geben. Es interessiert euch bestimmt auch nicht. Also zumindest die meisten werden es wohl nicht interessieren. Ich habe zuerst mal ein FIFA-Video aufgenommen, weil ich im Moment noch nicht so viele Spiele zur Auswahl habe, da ich sehr wenig Zeit hatte. Im Moment geht's jetzt wieder. Ich werde mir auch demnächst erstmal Mafia 2 ausleihen. Und vielleicht sogar schon morgen. Ich werde mal sehen, ich gebe mein Bestes. Und ja, drei Videos habe ich schon mal vorbereitet. Ein Video ist auch sehr cool. Das ist, da zocke ich FIFA gegen meinen Kollege. Ist sehr spannend, in zwei Teilen. Wird auch noch hochgeladen. Und einmal auch was mit Guitar Hero. Danach werden dann Mafia-Spiele folgen, die ich dann durchzocke. Ja. Genau, das wollte ich erstmal sagen. Ihr seht den Link unten für mein Let's Play. Ihr könnt mich sehr gerne dort abonnieren und gerne zuschauen, wie ich zocke. Ich werde den Kanal jetzt noch nicht weiter bearbeiten, erst wenn ich wieder daheim bin. Ich bin wohl noch in der Schule, wenn ihr euch gerade dieses Video anschaut. Und wenn ich dann daheim bin, werde ich meinen Kanal noch weiter ausbauen, also noch weiter, ich sag mal jetzt verzieren, designen und werde dann wohl an dem Tag dann noch ein Video hochladen. Mein Channel heißt dann Michas Let's Play. Ich denke mal, vom Namen her ist es eigentlich okay. Und da werden dann in Zukunft auch Videos hochgeladen werden. Ja, genau, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich erstmal von der Xbox 360 zocke. Ab und zu auch vom iPhone, das interessiert wohl nicht so viele, aber ich meine, für ein iPhone gibt es ja auch vernünftige Spiele wie Splinter Cell oder aber auch andere Spiele. Ich werde da jetzt nicht garantiert zeigen, sowas wie Minigore oder sowas. Ich denke mal, das interessiert nicht so vielen, sondern ein Spiel, wo man wirklich von A bis B laufen muss und dann irgendwas durchzocken muss, wie Assassin's Creed oder irgendwas. Ich werde mir jetzt dieses Sandstorm jetzt auch kaufen, dieses Modern Combat 2, und dann werde ich davon auch ein bisschen ein Let's Play zeigen. Ich denke mal, das interessiert auch einigen. Ja, genau, das wäre jetzt die eine Sache, die zweite Sache, dritte Sache, vierte. Ja. Okay, ich denke mal, ich habe nichts vergessen, hoffe ich mal. Jetzt mal nochmal zu meinen 500 Abonnenten. Also, ich habe jetzt 500 Stück. Ist echt super, ich freue mich. Das macht mir auch riesen Spaß. Es geht mir jetzt auch nicht darum, unbedingt dann Google-Partner oder sowas zu sagen. Google-Partner sage ich schon. Ja, doch, YouTube-Partner oder Google-Partner. Mir macht es einfach Spaß, Videos aufzunehmen, und wenn ich sehe, da sind wirklich Leute, die es interessiert und die Spaß dran haben, macht mir das auch Spaß, und dann mache ich das auch gerne. Genau wie die Jailbreak-Videos. Ich konnte auch einigen schon helfen und das freut mich immer wieder. Ja, ich habe mal gedacht, ich mache mal ein kleines Giveaway. Ich habe einen 10-Euro-Gutschein von Get Digital. Oder Digital, oder wie das auch immer ausgesprochen wird, den Link seht ihr unten. Das ist auch so, dass die eine Seite haben: www.getdigital.de. Okay. So, dann habe ich einen 10-Euro-Gutschein. Das ist ein Code, ein Gutscheincode. Ich werde dann nach einer gewissen Zeit, je nach Lust und Laune, nach 1, 2 Wochen, dann dieses Giveaway beenden. Wird dann mit random.org einen Gewinner herauslosen. Ihr müsst einfach nur Abonnent sein, kommentieren, einen Daumen hoch, wenn es geht, auf jeden Fall auch favorisieren, das ist auch wichtig.
Und ja, also das sind die Grundregeln. Von mir aus könnt ihr unten in den Kommentaren so viel schreiben, wie ihr wollt. Schreibt einfach rein, was ihr möchtet. Ich sag's mal so, je öfters ihr was reinschreibt, desto höher ist eure Gewinnchance. Genau. Ich werde euch einen 10-Euro-Gutschein schenken, also dem Gewinner werde ich es natürlich schenken. Und dann habe ich noch diese Silikontastatur, die ich mal in einem Video gezeigt habe. Müsste ich gerade mal. Damals. Das ist hier diese Silikontastatur, die habe ich mal bekommen. Finde ich lustig. Ist auf jeden Fall auch zu gebrauchen. Upsala, tut mir leid. Ich brauche es zumindest nicht. Hier wird mir ein PS2 oder PS-Stecker mitgeliefert von mir. Und kann man natürlich über USB anschließen. Ist auch lang genug. Der hat auch ein Numpad und ja. Also diese zwei Preise werde ich verlosen. Ja, genau. Schreibt so viel ihr wollt. Seid Abonnent. Kommentar abgeben dann. Daumen hoch. Abonnieren. Favorisieren. Abonnieren. Favorisieren. Schaut euch meinen anderen Kanal an. Abonniert mich dort auch. Und das war's dann auch schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.